Hey, ich bin Simio und willkommen zu einem neuen Video. Wir zocken eine Runde Lucian auf der Botlane gerade. Zusammen mit einem Thresh. Wir sind hier im Rank Game drin. Das bedeutet, es ist wenig Geido Geido. Es ist mehr so Gameplay Gameplay. Wir spielen gegen eine Seraphine Tristana. Das wird. Oh, es wird ekelhaft, sage ich mal. Ah, das würde ich nicht machen. Wir haben ja hier noch zwei Creeps. Das, was der Thresh gerade gemacht hat, war eine ganz schwierige Situation, weil wir ja noch zwei Creeps hinter uns hatten. Und diese zwei Creeps haben uns komplett auseinandergenommen. Ja. Übrigens, ich habe auch eine Cam. Ja. Ich habe auch eine Cam. Und die ist hier. Hallo, liebe Leute. Jetzt könnt ihr mich auch sehen. Wir pushen hier mal kurz raus. Ich würde tatsächlich bis zu Level 3 vielleicht warten mit Lucian. Natürlich kannst du Tristana eigentlich ziemlich gut rasieren, vor allem im Early Game. Ups, der war zu schnell tot, der Mob. Vor allem im Early Game kann man Tristana sehr, sehr gut zerstören. Oh, schön. Den haben wir. Der wird noch flashen, aber den haben wir. Er hat ihn mit dem Hook geholt. Sehr gut gemacht, die Combo. Mit dem... Sehr, sehr gut gemacht, die kommen mit dem Dings zusammen. Okay, ich muss unbedingt den Chat ausmachen. Wir hatten letzte Runde, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt. Schaut da gerne vorbei. Meine allererste Ranked-Runde, wir hatten jemanden drin, der so reingeflamed hat. So ein Top-Laner. Deswegen muss ich wieder ohne Chat spielen. Also mit Chat ist es unplayable. Sag's euch, wie es ist. Ich hoffe nicht, dass wir... Jo, wieso ist mein Flash nach unten gegangen? Könnt ihr mir das erzählen? Könnt ihr mir das erzählen, wieso der Flash nach unten gegangen ist? Ich habe nach oben geflasht. Was war denn da los? Ja, frag mich nicht, Leute. Irgendwie ging der Flash nach unten. Egal, wir sind wieder auf der Wave. Auf der Lane. Ich warte kurz auf die Bombe. Ich muss sagen, mein Last-Hitting ist noch richtig, richtig eingerostet. Die Saison ist ja relativ frisch. Ich fange jetzt erst wieder an, richtig aktiv zu spielen. Und es ist so eingerostet. Ich verpasse hier gefühlt 4000 Last-Hits. Ja, wir haben zwar einen Kill auf der Seraphine, aber wir verpassen so viele Last-Hits. Ich push hier mal raus, damit ich das Cannon-Minion unter den Tower kriege. Vielleicht schaffen wir es, dass die... der hat getroffen. Er hat wieder den Kill genommen, leider. Ist aber nicht so tragisch. Ich will die Plate. Ich will die Plate. Ich will das Gold. Da haben wir die Plate bekommen. 75 Gold. Katharina kommt Richtung Botlane. Da sollten wir aufpassen. Okay, die geht wieder hoch. Ich bin mir gerade nicht sicher. Habe ich die Früchte mit? Ich habe die Früchte mit. Ich spiele Conqueror mit Früchten, by the way. Item Build gehe ich auf Crit diese Runde. Oh. Nein, der Dodge ging nicht durch. Ich wollte rausspringen aus ihrer Ultimate. Aber wir haben die Ultimate wieder raus. Und die Tristana ist wieder super low HP. Der hat leider nicht getroffen. Der Q. Aber wir können jetzt die nächste Wave auf jeden Fall noch hart in den Tower pushen. Oh mein Gott. Katharina ist hier. Ich renne einfach raus. Ja, der wird sterben. Ich werde ihn aber verkaufen. Ich werde ihm dann nicht mehr helfen. Denn ansonsten wäre ich auch noch gestorben. Ja, ziemlich sicher. Ich habe leider keine Ultimate. Und der Rengar geht gerade Richtung Bottom. Okay, die gehen nicht in die Base. Das ist eine gute Sache. Die Katharina geht gerade wieder hoch. Ich werde schnell in die Base laufen. Und mir ein paar Schuhe. Die haben leider das Problem, dass unsere Toplane ein bisschen vermöbelt wird. Es kann sein, dass sie schon im Baron sind, die Gegner. Dragon. Nee, sind sie nicht. Wir haben die Problematik, unser Renekton wird hart vermöbelt. Das bedeutet, wir spielen wahrscheinlich gegen den relativ gefeedeten Topliner, gefeedeten Darius, der auch schon bei den Tower hier bekommt. Ist aber, glaube ich, mit Lucian nicht so die Problematik, weil wir ja den Dash haben. Wir haben ja einen Doppeldash. Wir haben einen Doppeldash, einmal haben wir auf der dritten Fähigkeit einen Dash, wir haben einen Flash, wir haben einen Triple Dash. Und wir haben einen Protobelt, wir werden nämlich auf Protobelt gehen, ziemlich sicher. Ich würde hier eigentlich gerne was machen. Einfach den Dragon vielleicht machen. Da ist der Renekton. Der Rengar. Das ist ein Rengar ODP, der wird darüber flashen. Er geht nach links. Okay, ich muss umdrehen. Ich muss umdrehen. Ich hoffe, den Rengar haben sie. Sehr, sehr gut. Ich habe jetzt gleich meinen Dash wieder. Ich renne mal runter. Vielleicht ist hier Katharina im Busch. Nee. Und hol mir das. Sehr, sehr gut, dass sie den bekommen haben. Das nehmen wir mit, den Kill. Das schmeckt natürlich. Pushe Cosmo aus. Das Problem ist, es wird gerade so viel gekämpft und geroamt irgendwie, dass ich super viele Minions verpasst habe. Wisst ihr, ich habe 4400 Gold. Das ist wirklich nicht so viel. Ultimate von mir ist raus.
Ist sie dead, die Katharina? Das heißt, das Problematische ist, dass sie den Drake kriegen werden, die Gegner. Ich kann versuchen, den irgendwie zu holen, aber... Renekton hat Ultimate noch ab. Ich glaube, der hatte den nicht im Fight. Wir haben leider den Drake verloren. Das war ein riesiges Problem. Ich bin in das Baron Pit gegangen. War vielleicht auch nicht die beste Idee. Vielleicht hätte ich von außen schießen sollen. Nee, so tragisch. Okay, der Rengar ist auch direkt am zweiten Objective schon. Der könnte es sogar kriegen. Unser Rammus geht leider auf die Botlane. Das bedeutet, das zweite Objective wird wahrscheinlich auch in den Gegner gehen. Aber eventuell schaffen wir es auf den Turm hier. Und ich glaube, im Late Game sind wir gar nicht so schwach. Ja. Das wird das zweite Jungle-Objective sein für den Gegner. Ich hoffe, die kriegen nicht noch einen Kill dazu. Nice, unser Renekton hat einen Kill bekommen. Schöner Hook. Gehen wir ein bisschen raus. Ich habe jetzt wieder Ultimate. Eventuell. Ich würde sie noch nicht fighten, ehrlich gesagt. Ich würde noch weiterhin Druck machen. Ich würde einfach Lane-Druck machen. Ich würde sie nicht fighten. Ich würde einfach Lane-Druck machen. Jetzt gerade. Und dann versuchen, den ersten Turm zu bekommen, weil der hat wirklich kaum noch HP. Und ein erster Turm ist immer noch machbar. Wir haben ja auch schon die Schuhe. Das heißt, wir healen uns ganz gut dagegen. Normalerweise spiele ich, by the way, ich ulte jetzt rein, damit ich die irgendwie wegziehen kann. Und jetzt holen wir den Turm. Die Ultimate war wirklich nur für den First Tower im Game, ja. Das ist nämlich eine wichtige Sache, den zu kriegen. Es war der First Tower, oder? Es war der First Tower und wir kriegen die Früchte auch noch mit. Da ist die Katharina, ich weiß gerade nicht, wo der Rengo ist. Ich nehme mal hier die Pflanze, da habe ich aufgedeckt, sehr, sehr gut. Push hier nochmal die Wave aus. Und dann gehe ich ganz schnell in die Basis. Hol mir mein Charge Blade. Zack. Und ich hole mir mein Protobell direkt noch oben drauf. Zack. So, jetzt habe ich einen Double Dash. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe ja vorhin geredet, dass der Ding gefeedet ist, aber der Gegner wird jetzt einfach komplett zermöbelt. Das bedeutet, der Gegner Darius ist RIP. Ja, aber wir haben dafür den Dings. Mitte brauche ich nicht gehen, denn da geht die Orianna hin. Ich hole mir das hier direkt für die Früchte. Denn ich denke, das HP-Ding davon brauche ich gerade nicht. Auch nicht das Mana-Ding. Huch. Was war das denn für ein Lag? Weird. Hier müsste gleich die Krabbe kommen. Ich sag's euch, wie es ist, auch wenn die da gerade so einen Druck machen oben. Ich werde auf der Botlane bleiben. Ich werde hier unten bleiben und weiter hochfahren. Ich werde schnell in die Mitte rennen. Ich werde jetzt versuchen, jeden Farm mitzunehmen, den ich kriegen kann. Weil ich so schlecht gelastet habe. Wirklich sehr schlecht gelastet. Oh, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Ultimate war cringe. Aber den Kill haben wir. Ich hätte in der Mitte bleiben sollen, ehrlich gesagt. Ich war jetzt hier irgendwie nicht wirklich von Nutzen. Ich war nicht von Nutzen und wir werden den Tower kriegen können. Dafür nehmen wir den Tower hier. Nice, wir haben hier einen Flash noch raus. Und es ist Creep hier ganz schnell. Ich mache One Ward rein. Bab, und dann gehen wir mit Lane. Die Frage ist, ob ich kurz in die Base gehe. Aber ich denke, das muss ich gar nicht. Ich gehe auch als nächstes auf Infinity Edge. Ziemlich sicher. Ich will sofort meinen Crit haben. Ich will den Crit Damage haben. Und wenn wir das haben, sind wir ja schon auf 75% Crit. Und da nehmen wir es mit. Das soll denn kein Problem sein. Da können wir rausspringen. Jo, er überlebt sogar. Leider haben wir den Kill nicht bekommen. Ah, die Problematik ist mit dem, der wird jetzt down sein, der Turm. Und wir haben wenig HP und der Drake ist ab. Wisst ihr, wie ich meine? Das bedeutet, durch diesen Herald kann der Gegner wahrscheinlich aber den Drake nehmen. Und wir können ihn nicht unbedingt contesten. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Der Drake wäre zwar schön gewesen, vor allem, weil wir den ersten Drake ja nicht bekommen haben. Aber ich wollte gerade sagen, wir haben einen Herald bekommen. Einen Herald haben wir ja auch nicht bekommen. Lol. Wir haben ja wenig bekommen hier. Zack. Nehmen wir mit. Wir rennen mal eben in die Midlane. Da kommt gleich die Krabbe. Die gönne ich mir. Bap. Bap. Ich müsste eigentlich in die Base. Ich habe die Problematik, seit ich wieder richtig aktiv Videos aufnehme. Ja, nice, der Darius ist am Inten. Seit ich wieder aktiv Videos aufnehme, ich konzentriere mich wenig auf mein Gold. Wisst ihr, wie ich meine?
Ich habe jetzt öfter schon mal Games gehabt, wo ich irgendwie mit 3000 Gold rumrenne und es einfach nicht ausgebe. Und das ist natürlich ein Problem, ne? Das ist natürlich ein Problem. Ich gehe da nicht mit hin, ehrlich gesagt. Die haben den auch ohne mich. Ich war ja in der Base, weil ich wieder out of position war. Da oben ist die Seraphine. Und der Ränger. Ah. Nice, den killen wir mit. Ich hätte auch Proto baiten können. Ich habe jetzt geflasht in der Situation. Haben wir mal raus kurz. Zack, zack. Und dann gehen wir kurz in die Midlane. Schöner Hook. Der ist dead. Doch nicht dead. Aber wir haben seinen Flash raus. Ultimate drauf. Reicht sogar ein Protobelt aus dem Ding. Hätte ich gar nicht gemusst, weil da lag eine Laterne. Ich hätte auch die Laterne nehmen können. Anstatt dem Protobelt. Aber die Runde sieht ganz okay aus. Also bisher. Wobei ich sagen muss, die letzte Runde, die ich gespielt habe, die sah auch sehr, sehr gut aus. Bis wir den Baron gecoinflippt haben. Und dadurch dann verloren. Okay, ich denke, ich werde basen gehen. Wir sind halt alle so lowlife hier, ne? So, gib mir den Blutdörster. Bildmäßig, ja, um euch kurz auf dem Laufenden zu halten. Ich werde jetzt einen Blutdörster bauen. Dann werde ich Serilias bauen. Und dann werde ich einen Guardian Angel bauen. Ja, damit ihr wisst, was ich hier baue, diese Runde. Ultimate leider 10 Sekunden. Seraphine Ultimate muss ich dodgen. Oh. Sehr gut, wir haben einen Shutdown. Schade, haben wir nicht gekriegt. Dafür habt ihr gerade gesehen, ist der Protobelt so gut, ja. Dafür ist der Protobelt einfach so gut. Ihr könnt eure Ultimate damit neu platzieren. So, da hätten wir unseren Blutdörster. Mal kurz mal in die Base ganz schnell. Den nehme ich mir mit, bevor da der Rengar irgendwie in den Jungle geht, in den Cloud. Okay, der Rengar war da oben. Das wäre gar nicht so das Problem gewesen. Haben jetzt einen Blutdörster gekauft und gehen ganz schnell zur Top-Lane. Da ist nämlich eine dicke Wave. Auf jeden Fall mit dabei. Mein Ziel dieser Saison ist übrigens wieder Challenger werden, ja. Das ist immer, dass jede Saison einmal mein Goal, einmal Challenger werden und dann chill ich meistens. Okay, den klaue ich ihm natürlich nicht, wenn er den haben will. Ja, ihr müsst es absehen. Also, natürlich wäre der Blue Buff auf mir wahrscheinlich besser als auf dem Rammus. Aber man muss leider immer die Leute mit Samthandschuhen anfassen. Ja, ihr könnt den nicht einfach nehmen, weil der sonst meistens durchdrehend AFK geht oder so. In Wild Rift müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr die Leute nicht verärgert, auch wenn es logisch wäre. Auch wenn es logisch für euch wäre, ihr dürft die Leute nicht verärgern. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Sehr schön gemacht. Ich werde geultet, das ist nicht so die Problematik. Sollte ein Double sein, sollte ein Triple sein. Sollte der Quadra-Kill sein, wenn wir es gut machen? Nein, der Thresh wieder. Der Lümmel. Der Lümmel klaut mir den Quadra-Kill. Aber wir können durchpushen. Rein in die Base. Na, das sollten wir haben. Die Basis hier zumindest. Einfach der Lümmel gewesen, ey. Nimmt er mir den Quadra-Kill weg, aber na gut. Lieber so, anstatt dass der Gegner rauskommen will. Können wir finishen? Ich weiß nicht, ob wir finishen können. Wir haben noch 3 Sekunden. GG. Das war die Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.